Na, grüßt euch, Leute. Irgendwie finde ich das süß mit diesen, wie heißt das, Hangouts. Ah, hier hinten sieht man schön die beleuchteten Hochhäuser und so. Ist schon okay. Also ich habe heute Mittag am 30. August, da ist dieser Nationalfeiertag hier in Istanbul, einer von vielen, Sieg über Griechenland, glaube ich. Wie hat der eine gesagt, wir haben die Griechen damals ins Meer getrieben, zu Zeiten Atatürks. Und da habe ich dieses Khashoggi-Video gemacht. Ich habe es exklusiv gemacht für The False Flag. Also der Manuel in Wien von The False Flag hat das Originalmaterial. Man muss den Ton ein bisschen höhen und dann kann er sein The False Flag Logo rein rendern und so. Es war ganz interessant, es war eine witzige Show. Auch damit ihr mal seht, wie hier so die Stadt ist. Das sozusagen als kleines Update. Das Schöne ist, ich habe ja jetzt hier tatsächlich Live-Chat. Mal schauen, ob ich den einblenden kann. Ah, Live-Chat, ach! ATH, Hendra raucht nicht so viel. Na, ich rauche überhaupt nicht. Ich rauche nur hier, weil das Rauchen in Istanbul nichts kostet. Diese Zigaretten haben so eine Klickfunktion, da drückst du drauf und dann hast du noch mehr Menthol. Wenn ich zu Hause bin, rauche ich nicht. Das ist nur so eine Unsitte, wenn ich im Urlaub bin, weil ich brauche das viele Nikotin, damit ich wach bleibe und die ganzen Sachen machen kann. Ich rauche überhaupt nicht. Ich bin nicht Raucher. Ich schwöre, ich rauche überhaupt keine Zigaretten. Tja, was gibt's noch? Was sehr interessant ist, der Manuel Cornelius hat auf The False Flag jetzt einen von diesem österreichischen Bündnis, was der Jörg Haider damals sogar gegründet hatte. Und jetzt schaut euch mal das Parteiprogramm an und schaut euch an, was diese ganzen Linken machen und wo sie sich inhaltlich positionieren. Wer hat jetzt die ganzen Themen übernommen? Ne? Der ganzen, da hinten ist übrigens ein Basketballplatz. Man kann auch beleuchtet Basketball spielen, nicht nur Tennis. Wobei, für Basketball bin ich ein bisschen zu alt. Die Jungen, die haben Reflexe, das ist so schnell, da komme ich nicht mehr mit. Und Tennis, mein Gott, so ein semi-gemischtes Doppel, sagen wir es mal so, da kann ich noch mithalten, ansonsten nicht. Aber schaut euch das an, ihr werdet sehen, die ganzen Themen dieser Trufer-Bewegung, Impfkritik und den ganzen Firlefanz, Migration als Kriegswaffe und das auch so zu benennen und eine echte Systemkritik, das machen jetzt eher die rechten Parteien und, ja, und Blogger und die ganzen Linken, und ich meine jetzt vor allem die immer von sich behaupten, wir sind links, oh, wir sind so links, ich habe immer Urlaub gemacht in, was weiß ich, wo haben sie Urlaub gemacht, die scheiß Linken, alle in Kuba und in Spanien und ich spreche Spanisch und ich habe überall studiert, in Südamerika und bei Il Comandante und so, diese ganzen Linken. Was machen die in Wirklichkeit? Sie positionieren sich im Prinzip bei diesen ganzen George Soros-Themen, jagen irgendwelche armen und dummen, verhetzten Kinder für CO2 in irgendwelche Hambacher Forste, in den Tod. Da ist jemand gestorben im scheiß Hambacher Forst, ich erinnere daran. Und ich habe ein Interview gemacht mit John Ziegler, da seht ihr ein sehr hübsches blondes Mädchen mit blauen Augen. Das ist tatsächlich Julia Mandoki und die wäre fast ums Leben gekommen. Die hat sich sehr schwer verletzt bei diesem Hambacher Forst-Ding. Die ist fasziniert natürlich vom Tierschutz, ganz klar, und die vegane Bewegung. Und John Ziegler ist ja der ideologische Vorkämpfer. Der wohnt übrigens in Genf in der Rothschild-Allee. Nur John Ziegler, mache ich keinen Vorwurf, John Ziegler hat sich anders positioniert. Er erkennt sicherlich Dinge auch, aber es ist zu spät. Der Mann, der geht Richtung Grab und so. Das ist schon ein guter Mann, der Jean Ziegler, kein Thema. Und er hat ja auch recht. Und was gibt's noch? Genau, dieses Mädchen, wir hatten mal versucht, was mit Kenny zu machen. So ein geheimes, konspiratives Treffen, so Bilderberger für Arme. Ne? So mit Charlotte Knobloch. Das Problem ist, Charlotte Knobloch hat davon Wind bekommen und der ist plötzlich auch da gewesen. Helmut Markwort vom Fokus, der Oliver Janich will immer wissen, und was denkt Helmut Markwort vom Fokus über mich und so, das darf ich ihm aber so nicht sagen, ich weiß es gar nicht, ja. Nur ich sag's mal so, es ist nicht so, der ist nicht unbemerkt, der Oliver Janich, und der Oliver Janich, wenn ich darüber so nachdenke, war das gar nicht so verkehrt, diese Positionierung, oder was ist eigentlich links und rechts? Und ich habe damals gesagt, das linke Lager, das sind einfach die Atheisten, die Agnostiker, die Linken. Und das rechte Lager, ja, Salam Hendra, Charlie. Was, Charlie Harper oder was? Hey, Son, grüß dich.
Und die Rechten, das sind einfach eigentlich nur die Spirituellen oder die, ja, die, die Religiösen im Grunde genommen. Und im Großen und Ganzen, ja, geht es einfach nur um, ja, gebt eure Ziegen, Idolata, das Opferfest ist vorbei. Ein paar meiner Ziegen gingen in den Jemen, falls es dich interessiert. Witzbold. Hm. Hier in Istanbul ist man echt nur noch am Fressen, das ist schlimm. Ich habe vorhin so einen krassen Kaffeeflash gekriegt. Ich habe so einen Wahnsinnskaffee getrunken und anstatt so eine kleine Tasse habe ich zwei so doppelte. Ich hatte richtig Herzrasen. Das hatte ich das letzte Mal vor 15 Jahren, als ich im Sudan diesen sudanesischen Kautabak mir unter die Lippe geklemmt habe. Das hat mich voll weggeflasht. Du kriegst ja dann Nikotinflash ohne Ende. Aber Nikotinflash ist geil. Also die Russen, die kein Geld haben für Kokain, die nehmen dann diesen türkischen Tee, nur dass sie halt nicht irgendwie 2 oder 3 Teelöffel nehmen, sondern 20 Teelöffel. Und dann hast du halt einen krassen schwarzen Tee und der beamt dich halt auch weg. Nur das muss nicht sein. Ich habe jetzt im Moment keinen Grund, warum ich irgendwas wegbeamen soll. Oder mir geht's gut. Ne? Ich bin lebhaft. Hab schön Farbe geschmissen, schön abgenommen. Das türkische Essen ist super gesund. Es ist schade, dass man das nur noch reduziert auf dieses Fleisch am Spieß und so. Aber die haben raffiniertes, sehr gesundes Essen. Ganz toll. Wenn man das Traditionelle isst, ja, dann die werden hier alle uralt. Mit 80 arbeiten die hier alle noch. Ne? Was wollte ich noch sagen? Ach so, richtig. Manuel von The False Flag. Ich denke, das ist der Beweis, dass seine Bedeutung durch die Klickzahlen runtergespielt wird. Weil ich wusste durch andere Institute, dass The False Flag und seine Arbeit durchaus sehr verbreitet ist und bekannt. Und dass er eine viel höhere Reichweite hat, als die Klickzahlen hergeben. Weil es ist ja nicht logisch, dass du bei YouTube bist und deine Klickzahlen permanent abnehmen oder so. Oder zum Beispiel auch ein Video von mir, ne? Das ist bei 1000 eingefroren, seit 2 Wochen. Seit 2 Wochen. Ich muss mal schauen, dass ich eine von den Sendungen hinbekomme. Titel, Thesen, Argumente. Brauche ich eine schöne Internetverbindung. Eins meiner Notebooks habe ich dabei. Und wahrscheinlich, wenn ich wieder in Sarıya bin. Also das ist so im Norden von Istanbul, wie schon gesagt, ein schöner Stadtteil. Weit oben, da ist es auch schön kühl und so. Und ich würde mich freuen, der Manuel hat ja diesmal ein schönes Arbeitspensum und ich habe ihm ganz exklusiv, Boxhornklee. Boxhornklee ist sehr gut übrigens, hier im Chat heißt einer Boxhornklee. Die Ägypter haben das so als Getränk, so gelb, ich esse das dann immer, ne? Aufgekochter Boxhornklee ist leicht bitter, mit Zucker kann man trinken. Ist aber auch eine der Hauptgewürzkomponenten in diesem getrockneten Fleisch, ja? Wie heißt denn dieser Rinderschinken? Das heißt überall, auch bei den Arabern gleich, wie heißt dieser Rinderschinken? Da, jetzt muss ich mal nachdenken. Weil Schweineschinken gibt es hier nicht. Und die ganze Gelatine hier ist aus Rind, steht doch bei diesen ganzen Gummibärchen da und so. Verdammt. Pastirma, genau so heißt es. Pastirma. Ist natürlich nichts für Vegetarier. Aber wie schon gesagt, was ich euch sagen wollte oder was ich hier sehe, ist, der Manuel ist jetzt mit dieser BZÖ-Geschichte oder diesem Rutter, also mit diesen Kräften, mit die Jörg Haider damals gegründet hat. Und die haben alles in dem Programm, was die Trufer-Themen sozusagen auch abhandeln. Und die ganzen scheiß Linken, die machen so UFOs, Außerirdische in übertriebener Form. Ist ja logisch, wenn du Atheist bist, dann hoffst du natürlich auf Außerirdische und die Transspermia-Theorie, weil die bestätigt dich dann in deinem Glauben, dass es keinen Gott gibt. Und so, da gibt es ja diesen Witz mit den 2 Schneemännern und der eine Schneemann sagt zu dem anderen, wir sind das Ergebnis von Evolution und so. Ja, diese ganze außerirdischen Geschichte ist ein Ersatz für die Religion, ein typisch klassisches linkes Thema im Grunde genommen. Also viele Blogger, die Propaganda funktioniert so, dass man über Jahrzehnte vorher, sei es durch Gelehrte, Professoren, kluge Leute und so, die bestimmte Themen werden dann en vogue. Der Club of Rome schreibt über CO2. Die Initiative dazu, noch bevor es vom Club of Rome kam, kam von der Weltbank. Und ich kann mich erinnern, wir haben die ersten CO2-Bilanzen 1998 oder 99 gemacht. Und da wurde das schon besprochen als echtes Governance-Tool und dass man damit natürlich auch dann Gesetze und wenn das dann auch noch handelbar ist, das Wirtschaftswachstum zum Beispiel von China und anderen Ländern steuern kann und so. Und
ihr müsst mal schauen. Und, weil die Linken zeichnen sich durch eine Sache aus. Sie sind einfach verlogene Schweine. Und sie wollen eigentlich nur Kohle machen. Und dann greifen sie sich natürlich nur die Themen ab, die im Grunde genommen eine hohe Reichweite haben. Sie wollen die Leute einfach nur emotional, sage ich mal, irgendwie ködern und so Effekthascherei. Aber sie erklären eigentlich nichts. Und ich finde, zur Friedensbewegung gehört, dass man diese ganzen emotionalen Hin und Her, dieses ganze Gehetze und so, genauso wie mit diesen, Moslems sind gemein zu Tieren und so, das ist völlig lächerlich. Hier sind überall Katzen und Hundehütten, offizielle streunende Straßenhunde. Hier kannst du überall Flaschen abgeben für Tierfutter. Nicht, dass es Flaschenpfand gäbe oder so, aber Automaten, das ist alles sehr tierlieb. In der arabischen Welt schaut es ein bisschen anders aus, aber das hat rein finanzielle Gründe natürlich. Weil wenn du total elend lebst, dann hast du auch kein Geld, um Hunde zu füttern. Ich meine, jeder, der mal einen großen Hund hatte, weiß, dass der ein paar hundert Euro im Monat kostet, ne, mit allem drum und dran und so. Also wie schon gesagt, Frieden im eigenen Land, dann Frieden in der Welt. Und dazu gehört auch, dass man eben die Leute nicht von einer emotionalen Sau durchs Dorf zur nächsten Sau treibt und dann CO2 hier, CO2 dort und die Themen so oberflächlich behandelt, nur um die Leute in Unruhe zu bringen. Und schaut mal, was die Scheißdreckslinken überhaupt schreiben. Wenn ein Scheißlinker ein Buch schreibt, ist es ein Plagiat. Die ganzen Rechten waren die interessante Themen schon vor 30, 40 Jahren aufgegriffen haben. Jetzt kommen die Scheißlinken, nehmen sich die ganze Literatur und die Themen von den Rechten von damals, brühen die Scheiße neu auf und verkaufen das als ihre neue Erkenntnis. Oh, wir haben da eben was Furchtbares rausbekommen und so. Ja, das ist alles. Die Linke ist uninspiriert, unehrlich, hat keine Initiative, keine Kreativität, kann nur imitieren und sie können nur auf dem Trend schwimmen en vogue, den das System vorgibt. Und die Trends, die das System vorgibt, diese Trends, die werden gemacht von den Mächtigen, verstehst du? Das sind die Instrumentarien der Macht, der Propaganda. Das ist das, was Strelkov sagt, worauf man kurzfristig oder auch sonst keinen Einfluss hat. Weil wenn du die Medienmacht haben möchtest und die Autorenschaft, die Creme de la Creme der Intellektualität in der Tasche hast und die Auftragsarbeiten schreiben, dann musst du bereits an der Spitze der Macht sein. Und diese Dinge werden über Jahrzehnte vorbereitet. Und wenn du jetzt als Journalist oder Blogger den Fehler machst und du greifst diese ganzen Themen auf, die also so hier en vogue sind, die eine große Aktivierung haben, auf großes Interesse stoßen, ja, dann bist du in die Propagandafalle im Prinzip selber reingefallen. Weil du dann genau das machst, was die Propaganda will. Und der Trick ist der, dass man im Prinzip alle beruhigt, dass man die Sachen erklärt. Dass man nicht nur beschreibt, was alles Furchtbares passiert ist, sondern auch erklärt, warum es passiert ist, warum die Dinge so sind. Den Dingen auch mal ursächlich auf den Grund geht, anstatt immer nur einen Skandal nach dem anderen zu beschreiben und das, was sowieso selbst in der Mainstream-Presse geschrieben wird. Und einfach auch den Mut hat, zu erkennen, welche Themen wichtig sind und die ganzen anderen Themen, die dich emotional ablenken, einfach ausblendet. Ja? Und das funktioniert hier in der Türkei ganz gut. Viele konservative Strukturen, also NATO-Strukturen, das sind die linken Strukturen, so im CHP und die anderen, die von USA und so weiter, auch von Deutschland Springer gepusht werden, die kontrollieren natürlich noch einige Fernsehsender und die Zeitungen und so weiter. Aber der Prozess ist schon eingetreten, dass sich da hier massiv was ändert. Und das Lustige ist, die einzigen, die aggressiv sind in der Türkei, sind eigentlich die CHP-ler, weil die merken, dass sie an Macht verlieren und Einfluss. Und ich meine, schau dir diesen İmamoğlu an, der hat seinen Namen geändert. Er heißt jetzt der Sohn eines Imams und er ist verheiratet und hat Kinder und so weiter. Der wirkt wie so ein Bilderbuchkandidat hier in Istanbul. Und irgendwie ist er wie Macron, wenn du mich fragst, den haben die aus dem Hut gezaubert, den haben die irgendwo hergecastet. Der sieht aus wie Schwiegermutters Liebling. Und hat natürlich die Wahlen gewonnen mit einem Irrsinnsaufwand an Werbebudget. Es war übrigens nur ein sehr knapper Sieg, aber egal. Und immer wenn ich hier so höre, was die von sich geben, ja, er hat Atatürk verraten, der Erdogan und so weiter. Das sind immer die alten Propagandageschichten. Und eine der Schlüsselstellen ist natürlich hier in der Propaganda in der Türkei die Geschichte von Atatürk, ist klar. Also ich werde jetzt hier einen Teufel tun, irgendwas dazu zu sagen, weil es ist ein Wespennest, es ist ein Minenfeld, das dauert alles noch ein bisschen.
Genauso wie diese, ich hatte mal die Vorstellung von Imran Hossein vertreten, dass im Grunde genommen die Hagia Sophia eigentlich damals zu Unrecht annektiert wurde, weil es gegen die Scharia verstößt, eine Kirche in eine Moschee umzuwandeln. Aber nachdem da so eine krasse Propaganda von Sultan Ahmed Fateh und so weiter getrieben wurde, das ist mein Vermächtnis, niemals darf ein, das kannst du auch vergessen. Die Leute hier in Istanbul, die AK-Partei-Wähler und Said-Partei und so, die sterben lieber, als dass sie die Kirche hergeben. Und ich meine das ernst. Als der Putsch war, da haben sich Penner, tätowierte Typen, Disco-Gänger, die haben sich im Swimmingpool, haben die Voodoo gemacht und die waren bereit für den Tod. Und bis ein Umdenken kommt in den Menschen, die indoktriniert sind oder die Propaganda oder Vorstellungen über Jahrzehnte hatten, da vergehen Jahrzehnte. Das kann noch lange dauern. Aber die Gedanken an sich werden schon mal besprochen und darum geht's, dass man um Sachthemen redet. Und die ganze Linke und auch die linken Journalisten verhindern, und beobachte das selber, sie verhindern alle, dass kommuniziert wird zwischen den Linken und den Rechten in Deutschland. Und ihr erkennt die Guten einfach immer daran, dass das die sind, die Themen haben, die jetzt nicht unbedingt so reißerisch rüberkommen und nicht jeden so wahnsinnig interessieren. Und ihr erkennt den Feind. Den Feind erkennt ihr immer daran, die Systemlinge, ja, die dreckigen Verräter, die so tun, als wären sie hier alternativ und so, die erkennt ihr daran, dass sie im Prinzip die ganzen Mainstream-Themen bringen, diese ganze George Soros-Agenda, diese ganze Trennung links und rechts und so. Und das funktioniert in Deutschland wunderbar und in der Türkei funktioniert es halt nicht, weil es mittlerweile schon innerhalb der Familien ist. Und jetzt kommt eine kleine Spitze, wenn es so etwas wie eine Familienstruktur gar nicht gibt. Deutschland hat man ja nicht diese Riesenfamilien da mit 8 Onkeln, 10 Tanten und was weiß ich, Neffen, Nichten, Cousins. Ich habe hier eine Decke, damit ich mich nicht verkühle. Das ist nett, aber ich friere ja nicht. Also wenn du keine Familienstruktur hast, dann findet dieser Diskurs logischerweise auch nicht innerhalb der Familie statt, weil ja gar keine da ist. Und dann bleibt das Ganze auf gesellschaftlicher Ebene unter fremden Dritten. Und dann wird erst recht wenig diskutiert. Sprich, Stichwort Tabuthemen, politische Korrektheit und so weiter. Das bedeutet, eine der Voraussetzungen, dass man eine stromlinienförmige, einheitliche, faschistoide Meinungsdiktatur errichtet, ist, dass es keine großen, komplexen Familien gibt. Weil in großen, komplexen Familien gibt es automatisch diese Diskussion. Und das ist soziologisch sehr interessant. Ja? Hier hinten seht ihr übrigens wieder die großen Banken, wo die Lichter nie erlöschen. Da hinten, da, wo die Lichter sind, da schiebt einer Überstunden. Der will unbedingt noch mehr Geld verdienen. Ich würde euch raten, wenn ihr Geld verdienen wollt, der Bitcoin ist wieder runter auf 9.500 Dollar. Und wenn ihr clever seid, Leute, wenn ihr clever seid, und ich lasse mich hier nicht provozieren, weil ich verrate euch ein Geheimnis, lieber Chat, Underdog Society. Also ich könnte mich sehr proletenhaft ausdrücken, wie das hier Türken tun würden, die, oder andere, die so nicht ganz so diplomatisch gestrickt sind, wie ich die sagen dann, was irgendwelche dreckigen Schweinefleisch essen, in Kuffar reden und denken, interessiert uns nicht und so. Im Prinzip ist es richtig, was Nicht-Muslime über den Islam denken, ist völlig belanglos. Ja? Ich lausche ihnen halt trotzdem und insgesamt ist die große Mission natürlich, die Botschaft des glorreichen Islam in die Welt zu tragen. Und das tun wir auch. Und drum würde ich so harte Worte nie in den Mund nehmen. Aber wie schon gesagt, das Video von dem Khashoggi-Ding habe ich heute abgedreht. Das ist bei Manuel bei The False Flag jetzt hochgeladen. Beziehungsweise er rendert es und er wird es wahrscheinlich morgen auf seinem Kanal, kann er exklusiv bringen. Und das würde mich dann interessieren, so von den Klickzahlen. Weil es gibt externe Analyse-Tools. Es ist offensichtlich, dass The False Flag also mindestens den Faktor 20 zu niedrig angesetzt ist bei den Klickzahlen und geshadowbanned. Und ich bin sowieso weg. Also im Prinzip, ich mache jetzt diese Livestreams. Ich habe das eigentlich nie gemacht. Wisst ihr warum? Weil ich die ganze Zeit gesperrt war. Ich durfte keine Livestreams starten. Jetzt war ich ganz lange ganz brav und jetzt mache ich mal so ein paar Livestreams, auch so für Updates, um das zu erklären und so. Ne? Jetzt macht euch einen schönen Abend und irgendwann in einem Monat bin ich wieder zurück in Deutschland und dann schauen wir mal weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, das stimmt. Es ist prophezeit, dass wir in einer Zeit der größten Fitna leben. Ach, Jerusalem. Und wir Muslime sind in ihrer scheiß Toilette.
diese Schweine, ja, diese dreckigen Schweine, die sich im Prinzip zufrieden geben mit Klopapier und sich ihren Arsch nur mit Klopapier abwischen und überhaupt zu drücken. Wir sollten uns kümmern um den Feind von innen. Ja, das ist schwierig genug. Und es gibt so viele Sektierergruppen und sehr viele innere Konflikte. Und, aber das Wichtigste ist, dass der Gedanke Völkerverständnis. Achso, jetzt habe ich vergessen. Aus Gründen der totalen Anonymität benutze ich ja diesen. Ich benutze dieses WLAN-Ding von diesem Park. Das bedeutet, wenn ich von meinem geliebten Park zu weit weggehe, müsste ich mein eigenes Internet benutzen. Tue ich jetzt nicht aus Sicherheitsgründen. Ich benutze dieses öffentliche WLAN und rauche noch eine Zigarette. Wartet mal. Nicht, dass ich die vergessen habe. Kennt ihr diese Zigaretten? Rotmanns. Das sind super Kippen. Die gibt es mit eingebauten Klick. Für Menthol. Na egal, ich muss jetzt eh langsam. Ich habe hier noch ein paar soziale Verpflichtungen. Also, einen schönen Abend vielleicht noch zum Abschluss. Die wunderschöne Skyline hier, der Bankier ist hinten. Schaut es euch an. Das ist so ein bisschen wie Manhattan, nur größer und mehr Fleisch am Spieß. Also macht's gut, Freunde. Einen schönen Abend euch. Gute Nacht.